Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen im Wochenende und bei meiner neuen Bücherwoche. Ja, es ist nicht irgendein Wochenende. Wir sind am Frankfurter Buchmesse-Wochenende und während ihr zu Hause gebliebenen vielleicht das Video seht, bin ich in Frankfurt. Zumindest Freitag, Samstag und Sonntag. Und es ist jetzt bei mir erst Donnerstagabend. Ich habe grob schon mit dem Packen angefangen. Es sieht hier rundherum auch ein bisschen chaotisch aus, weil ich mich noch nicht so recht entschließen konnte. Was werde ich anziehen? Was ziehe ich morgen an? Welche Schuhe nehme ich mit? Welche Jacken? Nehme ich eine extra Tasche mit? All diese schönen Fragen. Was packe ich in den Koffer? Was ins Handgepäck? Und ja, meine kleine kamerageile Katze ist auch wieder da. Ja, aber ich habe die Woche natürlich auch einiges gelesen und möchte natürlich auch einiges erzählen. Und bevor das so ausufert, zur Frankfurter Buchmesse auf jeden Fall am Ende des Films, wollte ich jetzt schon sagen, am Ende des Videos ein bisschen was. Ich habe 4 Bücher gelesen und davon allerdings, nein, und 1 habe ich abgebrochen. Also insgesamt im Grunde eigentlich 5 Bücher begonnen, mehr oder weniger, und 1 abgebrochen. Aber wir fangen an mit einem Buch, das ich am Wochenende verschlungen habe. Und zwar die New York Diaries, der erste Teil mit dem Untertitel Claire von Ellie Taylor. Das ist ein Buch von der Anne Freitag. Das ist nämlich ihr Pseudonym, wenn es eben eher in diese Chick-Lit-Reihe geht. Und diese New York Diaries schreibt sie zusammen mit Adriana Popescu. Und da wird es voraussichtlich 4 Teile geben. Und eben im Wechsel schreiben dann eben Anne Freitag und Adriana Popescu ein Buch dazu. Und ja, das habe ich am Wochenende verschlungen. Als nächstes gelesen und dann auch abgebrochen habe ich Das Geheimnis der Schwimmerin von... Ja, ich kann mir natürlich nie Namen merken, auch von der Autorin nicht, von Erika Swiler. Ja, die liebe Lisa hatte es, glaube ich, bei den Buchvorstellungen für den Herbst vorgestellt und es klang unglaublich spannend und interessant und auch der Klappentext klang gut. Und ja, leider bin ich bei dem Buch nicht so weit gekommen, aber ja, dazu natürlich dann auf jeden Fall später mehr. Dann gab es ja vor 2-3 Wochen eine Aktion von Jackie Feilgut und ihrem neuen Roman Der Duft von Büchern und Kaffee. Und ich habe ja schon 2 Bücher von Jackie gelesen und mag auch ihre Aktion mit 12 Bücher in 12 Monaten sehr gerne. Und dieses Büchlein hat es zum Schnäppchenpreis von 99 Cent als E-Book gegeben und das habe ich mir geholt. Und jetzt eben gelesen, weil ich so frustriert war mit dem abgebrochenen Buch. Ja, was soll man dazu auch anderes sagen? Also, ne, man braucht dann auf jeden Fall was, wo man weiß, das funktioniert. Ein Buch, das mich unglaublich interessiert hat und ich auch wirklich diese Woche es eigentlich verschlungen habe, es hat auch nur knapp 200 Seiten, ist Miracle Morning von Hal Elrod. Und er hatte eben eine Idee, wie er sein Leben verändert und es hat wohl bei ihm recht gut geklappt und was er jedem eben auf der Welt sozusagen mitgeben möchte, nämlich, dass man eine Stunde morgens eher aufsteht und da etwas Sinnvolles tut. Und wie ihr seht, ich habe doch einiges markiert und was und warum und wie es überhaupt mit diesem Miracle Morning bei mir weitergeht, dazu dann natürlich auf jeden Fall mehr. Und das letzte Buch, was ich auch gerade heute noch zu Ende gelesen habe, weil ich es einfach ins Video packen wollte und dachte, ach nee, 50 Seiten, das Buch dann dafür in die nächste Woche zu nehmen. Nein, Steffi, jetzt machst du mal kein Kofferpack, sondern, ja, also ich habe mich nicht auf die Couch gesetzt, habe entspannt nach dem Einkaufen und Essen, sondern habe gelesen, wie sich das vorbildlich gehört. Ich habe mich selbst unter Druck gesetzt. Aber das Buch war es auf jeden Fall wert, denn es war Die Vatikanische Prinzessin von Christopher W. Gordner, ein Schriftsteller, ein Autor, der wohl schon sehr viel Historisches geschrieben hat, wohl auch für eine Tudor-Reihe sehr, sehr bekannt ist. Ich hatte von ihm noch nichts gelesen und Die Vatikanische Prinzessin behandelt eben ja das sehr frühe Alter von Lucrezia Borgia. Das ist ja eine sehr bekannte italienische Familie, die ja auch, also der Vater war ja auch Papst, was damals also so geklappt hat und Intrigen und da reihen sich auch Legenden. Und ich hatte noch nichts zu den Borgias vorher im historischen Genre gelesen. Ich habe eine Borgia-Biografie über alle Generationen irgendwie mal gelesen, ist aber schon ein Stückchen her. Ich habe auch die Serie nicht gesehen und war dementsprechend natürlich sehr neugierig, was das Buch im Grunde so mir mitteilen kann. Das zu den Büchern. Dann habe ich diese Woche eine Serie gesuchtet, die ihr wahrscheinlich schon im Titel sehen wird, nämlich die Kennedys.
Ich habe gelesen Project Calm. Das Mind-Magazin hatte ich euch gleich vor ein oder zwei Wochen, wie ich es gekauft habe, vorgestellt. Möchte ich auch ein bisschen was dazu erzählen. Und dann beginnen wir am Montag ja mit 1984 und auch dazu möchte ich euch kurz Animierendes sozusagen erzählen und dann noch kurz zur Buchmesse. Meine Güte, wir haben viel vor und ich hoffe, dass mit dem Licht klappt so. Ich habe heute das erste Mal meine Softbox hier stehen. Ich hoffe, das funktioniert, weil es natürlich draußen schon dunkel ist. Und dementsprechend schauen wir mal. Also ich hoffe, das klappt. Es wird irgendwie durch den Ofen recht warm. Also wenn ich jetzt ein bisschen rot werde, es ist die Hitze vom Kaminofen. Macht euch da keine Gedanken. So, jetzt fangen wir aber, glaube ich, einfach mal mit dem ersten Buch an, das ich mir auch signieren lassen möchte in Frankfurt. Und zwar die New York Diaries von Ellie Taylor. Und zwar die Unterschrift Claire. Und ja, das Buch ist, glaube ich, relativ frisch erschienen, Anfang Oktober dieses Jahres, hat knapp 320 Seiten und das Taschenbuch und das E-Book kosten beides 9,99, warum auch immer. Erschienen im Knauer Verlag habe ich mir die Woche in der Buchhandlung oder letzte Woche in der Buchhandlung geholt, weil ich eben gesehen habe, dass Adriana Popescu zusammen mit Anne Freitag, die ja hinter dem Pseudonym steckt, also es ist auch ein offenes Pseudonym, es ist bekannt, dass beide eben am Drömer Knauer Stand stehen werden und eine Stunde signieren werden und auch so ein bisschen plauschen und Adriana und ich haben per Facebook da schon mal kurz ein bisschen geschrieben und da dachte ich mir, Mensch, wenn du dann schon Anne Freitag triffst und mich hat diese Reihe einfach interessiert, weil ich bin ein New York City Fan, egal ob Serie, ob Film, ob Bücher und da dachte ich, lässt du dir einfach mal schauen oder lässt du dir da einfach mal einen Einblick gewähren, was Ellie Taylor, ja, alias Anne Freitag sich so hat einfallen lassen. Ja, wir haben in der Geschichte Claire, die mit ihrem Freund vor einem Jahr oder eineinhalb Jahre nach England gegangen ist, dann aber gemerkt hat, dass es doch nicht irgendwie die große Liebe ist, sich lange das nicht eingestanden hat und die eben als suchender Single irgendwie wieder in New York landet. Erst bei ihrer Familie, die so ein bisschen merkwürdig ist, die Schwester, so die perfekte Mutter und Hausfrau und der Traum einer jeder Eltern. Ihre Eltern selbst irgendwie doch recht spießig und merkwürdig und dann kommt auch noch ihr Bruder an, irgendwie mit einer neuen Flamme, die scheinbar die große Liebe sein könnte. Sie hält das so im Familienhaus nicht aus und zieht zu einer ihrer besten Freundinnen aus New York Tagen. Sie zieht in die Wohnung, aber nicht in ein eigenes Zimmer, sondern in den begehbaren Schrank. Der hat allerdings auch ein Fenster und es passt wohl auch ein Bett hinein und da zieht sie ein und trifft aber dort auf ihren jugendbesten Freund wieder, der, also es war so eine Dreierklicke, wie sie auf Highschool und Colleges waren und auch der wohnt eben dort und hat auch scheinbar die große Liebe gefunden und sie merkt recht schnell, irgendwie sind sie nicht nur gute Freunde und irgendwas passiert zwischen den beiden noch. Und bei all der Verzweiflung merkt aber Claire auch, dass sie eigentlich ein bisschen an sich denken müsste und trifft komischerweise in dem Hochhaus auch noch auf, also dass sie einzieht in das, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen, wie es halt immer so ist, das ist ein ganz bekanntes Hochhaus, ja, ich habe es jetzt irgendwie nicht, die sich das eben dreht, ich finde, ach, das Knights Building, richtig. Und da trifft sie dann auch noch auf einen Ex-Freund und der ihr aber dann nochmal so ein bisschen erzählt, Mensch, denk doch mal an deine Träume. Und ich fand vom Klappentext her sehr, sehr spannend. Ich habe mich da auf eine lustige, luftige, frische, moderne Geschichte gefreut. Die habe ich auch bekommen. Also ich finde, Ellie Taylor, alias Anne Freitag, für mich ist es einfach Anne Freitag, wird nicht rausgehen, hat es wirklich unglaublich toll geschrieben. Ich finde, sie hat eine sehr spritzige, moderne Art, Dinge rüberzubringen, wie sie Situationen beschreibt, wie sie Dialoge formt. Ich finde, das hat sie unglaublich gut gemacht. Das wirkt wirklich wie so aus dem Leben gegriffen. Man kann sich das wirklich vorstellen, dass es einfach junge Menschen sind, was die für Probleme haben, Sorgen haben. Und ich konnte mich mit Claire in der einen oder anderen Situation tatsächlich sehr gut einfühlen, weil ich das im Leben schon mal ähnlich erlebt habe. Und wo ich dann manchmal dachte, meine Güte, das ist erschreckend eigentlich, wie ähnlich dieser Gedanke ist. Und das fand ich wirklich sehr, sehr spannend, sehr interessant, was da eben Claire im Grunde passiert in New York. Was ich ein bisschen schade fand, ist, dass man von New York nicht sehr viel mitbekommen hat. Ich meine, die Reihe heißt schon New York Diaries, da erwartet man ja irgendwie ein bisschen New York City Feeling, irgendwie Clubs, irgendwie, dass jemand groß shoppen geht, keine Ahnung. Das hat mir hier drin tatsächlich gefehlt. Man hätte die Geschichte an sich in jede Stadt packen können. Es war hier nichts Besonderes, was uns irgendwie New York näher gebracht hat. Das ist wirklich das Einzige, was ich schade fand.
dass man nicht diesen Flair von New York gespürt hat, dass man nicht das Gefühl hatte, man ist mit dabei, dass man da jetzt durch Straßen läuft, dass man auf der Fifth Avenue steht, dass man irgendwie Taxiflut, keine Ahnung. Das Gefühl hat mir tatsächlich ein bisschen gefehlt. Alles andere war wirklich großartig. Ich mochte wirklich, wie Claire gezeichnet wurde, wie sie sich entwickelt hat, wie sich die Charaktere drumherum entwickelt haben. Es war natürlich ein bisschen vorhersehbar, was ich aber gar nicht schlimm fand, weil ich das in der Geschichte einfach gut fand, weil es mir Spaß gemacht hat, weil ich da wirklich Samstag, Sonntag drin gelesen habe und wirklich begeistert war und ich einfach hin und weg war und mir das Ganze wirklich viel, viel Spaß gebracht hat. Ich konnte viel schmunzeln, ich konnte mit dem Protagonisten auch mal so ein bisschen traurig sein, auch mein Tränchen verdrücken, aber es war eben einfach sehr gefühlvoll, es war sehr liebevoll, es war ja, es war einfach schön, auch die familiären Beziehungen, die Claire hat, egal ob zu ihrem Bruder oder dann auch zu ihrer Oma, das fand ich eben einfach ganz, ganz toll. Hat mir Spaß gemacht, wie das gezeigt wurde. Auch so, wie sich Menschen eben verändern, gerade was ihren Ex-Freund, den sie eben wieder trifft, so anbelangt. Das fand ich toll, weil das ist das Leben, so funktioniert es. Wir Menschen verändern uns, wir sind in 10 Jahren andere Menschen als heute und waren auch vor 10 Jahren andere Menschen. Und das ist auch gut so, denn Veränderung brauchen wir. Und das hat mir wirklich da drin sehr gut gefallen. Es ist toll rübergekommen. Ich mochte einfach diese menschliche Entwicklung, die uns Anne Freitag, Ellie Taylor gegeben hat. Und das hat mir wirklich großen, großen Spaß gemacht. Ich habe auch ein bisschen was markiert. Vielleicht kann ich ja da tatsächlich auch mal mit Anne Freitag drüber sprechen. Also es ging ja zum Beispiel auch, hat auch Musik einen großen Platz in Claires Herz. Und da wird zum Beispiel auch darüber gesprochen, über das Lied Ironic von Alanis Morissette, was ich in meiner Jugend unglaublich geliebt habe, weil ich lange gebraucht habe, bis ich Ironie so richtig begriffen habe oder den Unterschied dann gar zum Sarkasmus, und das fand ich wirklich einfach ganz, ganz toll. Und ja, und hier hat man dann zum Beispiel auch eine schöne Weisheit, die mir gefallen hat. Was ich verstanden habe, es ist okay, nicht zu wissen, wo man hin will. Manchmal reicht schon eine Richtung. Und manchmal reicht es sogar, einfach zu wissen, was man nicht will. Ich habe einen Großteil meines Lebens damit verbracht, mir über Dinge Sorgen zu machen, die nie eingetreten sind. Und mir alles vorzuwerfen, was ich nicht kann. Darin bin ich großartig. Ich wollte auf alles vorbereitet sein und mich gleichzeitig ins Leben stürzen. Und während ich noch damit beschäftigt bin, die Reiseapotheke zu packen und die Rettungsweste überzuziehen, legt das Schiff ohne mich ab. Ja, so ist es tatsächlich manchmal im Leben. Man ja, ist da sehr unentschlossen, fand ich immer. Ja, man ist da manchmal eben so. Und das Leben ist einfach so, es passiert manchmal, während man es plant. Ne? Oder gibt es doch irgendwie so ein Sprichwort. Ich fand es wirklich toll. Ich kann es absolut empfehlen. Wer so luftige Liebesgeschichten, nicht zu sehr Klischee mag, wer wirklich auch mal so moderne Sprache erleben möchte, tolle Dialoge, tolle Entwicklungen, der ist hier bei den New York Diaries richtig. Das nächste Buch hat dann den Untertitel Sarah und wird voraussichtlich Anfang Januar erscheinen. Und es soll aber auch so sein, dass die Charaktere auch irgendwas miteinander zu tun haben. Also mir ist jetzt keine Sarah so richtig bewusst in dem Buch, glaube ich, aufgefallen. Oder war das die mit den Muffins? Ja, es können die mit den Muffins gewesen sein. Die hieß, glaube ich, Sarah. Ja, ich glaube, dass die eben einfach so ein bisschen was miteinander zu tun haben werden und sich dann auch gegenseitig so irgendwie besuchen, mehr oder weniger. Und habe ja wirklich Spaß gehabt und freue mich, das jetzt morgen am Freitag signieren zu lassen. Ja. Wenn man schon mal in Frankfurt ist, dann muss man das natürlich auch direkt ausnutzen. Oh, jetzt habe ich meine Lampe zum Wackeln gebracht. Ich hoffe, ja, ich bin hier noch so ein bisschen nervös, ob das alles so klappt. Ja, dann zu einem Buch, zu dem es nicht ganz so viel zu erzählen gibt. Ja, ja, was soll ich sagen? Das Geheimnis der Schwimmerin von Erika Swiler ist erschienen am 17. Oktober im Limes Verlag. Also ist noch ein ganz frisches, neues Buch. Kostet gebunden 19,99 als E-Book 15,99. Wer gerne Englisch liest und E-Books liest, findet das englische E-Book tatsächlich für 3,99. Ist echt der Wahnsinn, dieser Preisunterschied. Hat 450 Seiten knapp. Und ich sage es von vorne weg, ich habe es nach einem Drittel, das hat es mir zumindest im Reader so angezeigt, also knapp 150 Seiten, abgebrochen. Ja, zum einen, ja, wir fangen von vorne an. Was ich schon mal spannend fand, ist, wie man vom englischen Titel The Book of Speculation auf das Geheimnis der Schwimmerin kommt. Also das war so für mich, wo ich jetzt den englischen Titel gesehen habe, wo ich dachte, aha, ich wäre sofort auf die Idee gekommen, das Buch so zu übersetzen. Aber okay, das Geheimnis der Schwimmerin, ja, hängt einfach damit zusammen. Simon ist ein Bibliothekar und hat seine Mutter an das Meer verloren. Sie ist eines Tages einfach ins Meer gegangen und hat Selbstmord begangen. Und sein Vater ist im Grunde an dieser Trauer mehr oder weniger zerbrochen und dann auch gestorben. Seine Schwester ist ein bisschen ein
undurchsichtiger Charakter, wie ich fand. Sie liest Tarotkarten und ist da eben auch immer unterwegs und findet sich selten zu Hause ein. Und ja, das Elternhaus ist nahe am Meer gebaut und ja, ist auch schon nicht mehr das Jüngste, scheint ein bisschen zu zerfallen. Und wir erfahren halt auch so ein bisschen, in welchen finanziellen Nöten Simon ist und was es halt auch mit dem Haus so ein bisschen auf sich hat. Und er hat halt auch immer empfunden, eigentlich, dass seine Mutter eine gute Schwimmerin und Taucherin ist. Und er selbst hat das auch von ihr gelernt. Und gerade so dieses lange Unterwasserbleiben war eine Übung, die sie sehr oft durchgeführt haben. Und er hat auch selbst an seiner Schwester eben das Schwimmen beigebracht. Und er hat eigentlich nie verstanden, wie seine Mutter tatsächlich ertrinken konnte. Und eines Tages erhält er eben ein Buch von einem unbekannten Antiquariatshändler. Ein Buch, wo der Name seiner Oma eingetragen ist. Und ja, er scheint da irgendwie ein Familiengeheimnis auf der Spur zu sein, denn ja, alle Frauen bringen sich an einem gewissen Tag irgendwann im Juli im Meer eben um oder ertrinken im Meer. Und ja, parallel erleben wir eine Geschichte aus dem 18. Jahrhundert. Hier treffen wir auf ein junges, nicht sprechendes Kind, das von einem Schausteller Amos genannt wird. Und der ihn anfangs so ein bisschen als jungen Wilden verkauft und ihn da halt auch nackt im Käfig steckt. Und wie das halt damals wahrscheinlich tatsächlich gewesen ist, es war ja alles nicht so, ja, koscher, würde ich jetzt mal sagen. Und der ihn so ein bisschen als Sohnersatz sieht und auch dieser lernt dann eben die Tarotkarten legen. Und durch diese geheimnisvolle Zukunftslesen, Tarotlesen, Schicksale verbindet natürlich beide etwas miteinander und das gilt es im Grunde eigentlich aufzulösen. Es war ein unglaublich schwieriger Einstieg in die Geschichte. Also es hat schon so die ersten 50 Seiten gebraucht, bis man überhaupt irgendwie verstanden hat, was einem da erzählt werden will, was eigentlich die Autorin von einem möchte und vielleicht wo es hingeht. Und als man dann dachte, man wüsste das, ging es irgendwie in eine andere Richtung. Ich fand, es war unglaublich monoton erzählt und ich fand auch den Schreibstil unglaublich gewöhnungsbedürftig. Es waren merkwürdige Sätze, es waren merkwürdige Formulierungen, es waren irgendwie komische und so kurz angebundene Dialoge und es war auch keine Spannung in den 150 Seiten, die ich gelesen habe. Und ich konnte auch die Charaktere nicht nachvollziehen. Ich habe nicht verstanden, was die machen und warum und was hat es da irgendwie mit den Geheimnissen auf sich und sie wirkten halt auch irgendwie unsympathisch und ich fand es auch teilweise unglaublich überzogen, wie gerade das mit den Schaustellern da gezeigt wurde und ich habe einfach gemerkt, dass meine Gedanken des Öfteren irgendwohin abgeschweift sind und ich fand zum Beispiel auch sehr schade, dass das Leben der Schausteller eher so oberflächlich dargestellt wurde und es nicht tiefer erzählt wurde oder mitgenommen wurde, dass man irgendwie das Gefühl hatte von Schausteller und was die machen und wozu und das, ja, fand ich auch einfach unglaublich schade und es wirkt halt dadurch alles irgendwie fremd und wie wenn man nicht Teil der Geschichte wird, was vielleicht auch Absicht ist, dass man das irgendwie als Außenstehender betrachten soll und oh, es war irgendwie schrecklich. Also ich habe wirklich schon nach 100 Seiten, die mir zumindest angezeigt wurden im E-Book-Reader, gedacht, oh, was ist das? Und habe dann auch nochmal so ein bisschen in mich gegangen und dachte, okay, so ein Drittel solltest du von dem Buch gelesen haben. Vielleicht kommt die Spannung noch und vielleicht kam sie auch nach Seite 150. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn mich ein Drittel Buch nicht packt und ich einfach gelangweilt bin und genervt bin und gar nicht hingreifen will, dann lese ich auch nicht weiter. Also es gibt ja nicht so viele abgebrochene Bücher, es gibt es immer mal wieder. Ich quäle mich auch durch manche Geschichten ja so ein bisschen durch. Aber hier habe ich einfach gemerkt, ich und diese Geschichte, wir werden einfach nicht warm. Und so schade ich es fand, denn der Klappentext klang spannend. Ich weiß zwar nicht, wann es irgendwann mal losgegangen wäre mit dem spannenden Teil in der Geschichte, aber für mich war es leider einfach nichts. Und es ist echt schade, weil ich wirklich wollte, dass mir diese Geschichte gefällt. Aber es die Geschichte nicht geschafft hat, mich in 150 Seiten irgendwie anzusprechen. Dass man anfangs so ein paar Probleme hat, es gibt es ja bei verschiedensten Geschichten, bis man mal drin ist, dass mal 50 Seiten vergehen. Aber ja, irgendwie das hat einen und oder nicht. Also es kann ja durchaus sein, dass es wirklich danach gut wurde, das kann ich auch nicht beurteilen. Und vielleicht steht es mir dann auch nicht zu, wenn ich es zu Ende nicht gelesen habe, dann überhaupt eine Meinung dazu zu haben. Ja, und mehr kann ich jetzt zu dem Buch auch, glaube ich, gar nicht mehr sagen. Ich, ja, es kann sich natürlich jeder gerne selbst einen Eindruck davon machen, aber ja, von mir gibt es da leider gar keine Empfehlung. Das nächste Buch ist dann ein ganz anderes Buch und zwar Der Duft von Büchern und Kaffee von Jackie Fellgut.
Ihr verdanke ich ja mein Sommerlese-Highlight sozusagen, Hashtag Folge deinem Herzen. Und das ist jetzt das dritte Buch, was ich von ihr gelesen habe. Es ist jetzt Anfang Oktober erschienen, ist glaube ich das 9. Buch in diesem Jahr. Sie hatte diese Aktion, 12 Bücher in 12 Monaten, in dem sie sich selbst und anderen eben auch einfach beweisen möchte, man kann Bücher beenden und man muss diese auch beenden. Und nur dann, na, dann geht es im Grunde vorwärts. Das Taschenbuch kostet 9,99 €. Das E-Book gab es jetzt zum Aktionspreis von 99 Cent. Ich denke, es wird sich dann nach der Aktion so bei 2,99 € bestimmt einpendeln. Also hier absolut in Ordnung, fast schon zu günstig. Hat 280 Seiten, ist also eine Geschichte, die man so in zwei Rutschen, das habe zumindest ich gemacht, durchlesen kann. Ja, wir treffen hier auf Amy und auch hier sind wir in New York City und sie arbeitet bei Beatrice in einer kleinen Buchhandlung und ist da eigentlich sehr, sehr glücklich. Sie hat eine kleine Dogge namens Otis und ja, sie geht da Tag ein, Tag aus in den Laden und fühlt sich da auch zu Hause und ist auch sehr dankbar für diese Möglichkeit, dass sie dort arbeiten kann und möchte eigentlich nichts anderes machen, als sich von Büchern umgeben zu lassen. Sie ist auch ein großer Buchfan und liest sehr, sehr viel und ja, sie hat sich da immer sehr heimisch gefühlt und eines Tages kommt sie und ja, Beatrice ist nicht da. Was sie schon sehr verwundert, denn das war die alte Dame eigentlich immer. Und ja, Amy ist da schon so ein bisschen irritiert. Und als dann auch noch Ryan um die Ecke kommt, der sich wiederum als Enkel von Beatrice vorstellt, steht ihre Welt so ein bisschen Kopf. Denn Beatrice ist zu irgendeiner ominösen Schwester gefahren, die sich das Bein gebrochen hat und möchte jetzt ja im Grunde abwägen, wem von beiden sie ja den Buchladen überlässt. Und ja, beide müssen sich jetzt eben überlegen, wie sie den Buchladen vielleicht verändern, was sie daraus machen und den anderen im Grunde davon überzeugen. Und der mit der besten Idee, der die dann auch am besten irgendwie umsetzt und auch den anderen davon überzeugt, der wird den Laden dann erben und der, mit der Bedingung aber natürlich den anderen dann eben auch einzustellen. Und so ja, haben wir die Konstellation, dass Amy so diesen klassischen Buchhandel eigentlich gerne beibehalten möchte und nur so ein bisschen was verändern möchte, während Ryan eigentlich am liebsten so eine Piano-Bar daraus machen würde mit Live-Konzerten, Kaffeegenuss und eben so sich etwas Größeres vorstellt. Und ja, Amys Welt steht dann ein bisschen Kopf. Und dieses steht Kopf fand ich wieder großartig rübergebracht. Ich fand es wunderbar, wie uns Amy dargestellt wurde, wie Ryan seine Sicht der Dinge erzählt hat. Also es war aus zwei Perspektiven beschrieben. Es hat unglaublichen Spaß gemacht, das zu lesen. Es war auch frisch, es war knackig. Ich finde ja wirklich, dass Jackie Fay gut so den Stil hat, der sich so nochmal ganz anders liest. Das hat mir schon bei Hashtag Folge deinem Herzen so gut gefallen, dass man irgendwie spürt, wie das Leben so durch diese Bücher fließt. Und das mag ich auch hier, wenn auch der Titel jetzt vielleicht nicht der Burner schlechthin ist. Ich finde aber genau das hat eigentlich die Geschichte so rübergebracht. Es geht eben um den Duft von Büchern und eben auch von Kaffee und wie gut die Mischung manchmal ist. Wobei ich ja bekennender Teetrinker bin und sehr selten Kaffee trinke, aber ne, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und es war einfach ein tolles Feeling. Ich mochte den Buchladen, ich mochte das Viertelchen, in dem wir sozusagen die Geschichte erleben. Ich mochte beide Charaktere, ich mochte die Entwicklung, ich mochte, wie beide zueinander spielen, was beide in ihrer Vergangenheit erlebt haben, was beide ja vielleicht auch mitreißt, was beide begeistern kann, dass wir so auf der einen Seite die Leserin haben, auf der anderen Seite den, der eher was mit Musik zu tun hat und sich dann irgendwie so beide Welten doch mischen und zusammenpassen könnten und aber natürlich auch natürlich den anderen so ein bisschen durcheinander bringen. Und ich fand es ganz, ganz toll, wie Jackie Fay gut uns das rübergebracht hat. Diese Atmosphäre fand ich auch wunderbar gelungen und es war auch so luftig und leicht und es hat einfach gerade nach dem abgebrochenen Buch absolut zu meiner Stimmung gepasst, etwas zu finden, wo ich wusste, dass mir das gefallen wird, wo einem das Herz aufgeht, wo man ja Zitate herausnimmt, Lebensweisheiten und ich habe natürlich da auch zwei mir rausgeschrieben, die ich dann noch erzählen werde und ich mochte die Geschichte einfach. Man spürt, dass Jackie Fay wirklich so an jedem Buch wächst, dass jedes Buch immer so ein bisschen anders ist, besser ist, man spürt trotzdem so die Feder, aus der sie stammt, was ich sehr schön finde und dass es da so ein bisschen Erkennungen gibt, das fand ich wirklich großartig. Und ich mochte einfach so,
ja, wie das Ganze aufgebaut war. So ein bisschen schade fand ich, dass es fast zu viel war, was in die Geschichte gepackt wurde. Gerade was dann so die Vergangenheiten der Protagonisten angeht und die Probleme. Und das fand ich persönlich schon fast zu viel. Wo ich so dachte, Mensch, so eine Spur weniger hätte dem Buch nicht geschadet. Es war fast schon an Story überladen, was natürlich auch nicht gut ist. Also keine Story ist nicht gut, aber zu viel nimmt einen halt so ein bisschen den Lesespaß, weil man zu viel eigentlich verarbeiten muss. Aber es war wirklich ein ganz, ganz tolles Buch und ich kann die Bücher von Jackie Feilgut wirklich nur empfehlen. Und ich fand auch der Duft von Büchern und Kaffee ganz, ganz toll. Und ja, ich habe mir ein relativ langes Zitat auch herausgeschrieben. Außerdem gibt es Dinge, die ich gar nicht unbedingt am eigenen Leib erfahren möchte. Trotzdem sollten solche Ereignisse nicht vergessen werden. Ich möchte mich nicht hinter einem Bücherregal verstecken müssen und bei jedem noch so kleinen Laut um mein Leben bangen. Aber trotzdem gibt es Geschichten über solche Ereignisse, die gelesen werden wollen oder gelesen werden müssen. Und da versucht eben Amy eigentlich Ryan so ein bisschen nahezubringen, warum sie gerne Bücher liest. Und ich fand das so toll beschrieben, warum man Geschichten liest. Und dass es gar nicht darum geht, all das zu erleben, was in den Geschichten auch passiert, aber dass man es eben einfach gelesen haben möchte oder sollte. Und das fand ich wirklich ganz, ganz toll. Und dann fand ich noch schön, aber mit Büchern ist das wie mit guten Freunden. Es ist schwer, sie gehen zu lassen. Und das, ja, kann ich einfach nur unterschreiben. Bei tollen Büchern ist das wirklich so, dass das wirklich ganz, ganz schwer ist, die einfach, ja, dann aus der Hand zu legen, vielleicht auch tatsächlich kein zweites Mal mehr zu lesen und dass man immer so eine Geschichte aufnimmt und sie dann loslassen muss. Also fand ich ganz, ganz toll und ich mag es einfach, wie Jackie es schafft, das im Grunde einfach rüberzubringen. Also wirklich tolles Buch, hat mir Spaß gemacht, kann ich absolut empfehlen. Das nächste Buch ist dann ja eher Kategorie Sachbuch und zwar von Hal Elrod, Miracle Morning, die Stunde, die alles verändert. Im Deutschen erschienen im September 2016 im Irisana Verlag, kostet broschiert 17,99 als E-Book 13,99 und hat knapp 200 Seiten. War eine Empfehlung, ich glaube, aus The Flow, wo mich das unglaublich interessiert hat und ja, der Verlag war so lieb, mir das Buch dann auch zur Verfügung zu stellen. Ja, der Autor erzählt uns hier im Grunde zu Beginn seine eigene Geschichte und es ist, dieses Buch ist eines der erfolgreichsten englischsprachigen Amazon-Bücher, die es bisher wohl irgendwie gibt. Also ein Millionenpublikum sozusagen hat dieses Buch schon gelesen und die Geschichte von Hal Elrod, der mit Anfang 20 schon unglaublich erfolgreich war. Entschuldigung, irgendwie meine Katze, das ist, wenn die Kamera hier steht, schrecklich. Der mit Anfang 20 schon unglaublich erfolgreich ist, sowohl beruflich wie privat, eigentlich irgendwie alles hat, großes Auto fährt und auch vermeintlich irgendwie glücklich ist, dann einen schweren Unfall hat, sie seine Verlobte von ihm trennt und er eigentlich gesagt bekommt, du wirst nie wieder laufen können und auch so das Leben einfach nicht mehr so gut mit ihm meint, bis er sich dann irgendwann wieder aufrafft und dann nochmal einen Dämpfer bekommt, ein paar Jahre später, als dann die Wirtschaftskrise in den USA angekommen war. Und er da im Grunde viel Geld verliert und sich viele Gedanken macht, auch mit der Gesundheit es wieder nicht so klappt und er sich denkt, Mensch, eigentlich nutzen wir Menschen die Zeit gar nicht sinnvoll und wir arbeiten an so vielen und wir sind trotzdem alle so mittelmäßig und sind mit unserer Mittelmäßigkeit auch irgendwie zufrieden und eigentlich müssten wir jeden Tag eine Stunde an uns selbst arbeiten, um der Mensch zu werden, der wir sein wollen, dass wir in all unseren Lebensbereichen uns 10 Punkte geben würden oder diesen Bereich 10 Punkte geben möchten. Und so ist er dann im Grunde, nachdem er irgendwelche Rekorde in seiner Firma gebrochen hat und Mitarbeiter des Jahres und Monats und was weiß ich, alles so typisch amerikanisch war, das ist so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, hat er dann sich eben beschlossen, dass er Coach wird und hat eben diese Miracle Morning Idee publik gemacht, bekannt gemacht, eben diese geheimnisvolle eine Stunde am Morgen, die eben sagt, man solle eine Stunde vorher aufstehen und diese Stunde nutzen, um eben an sich selbst zu arbeiten. Und er teilt eben diese Stunde ein, in das muss ich jetzt abschauen, in sein Savers-Programm. Und er sagt 5 Minuten Silence, also Stille, 5 Minuten Affirmation, also dieses immer wieder Vorstellen und ne, dann, oder auch diese Sätze vorsprechen, 5 Minuten Visualisierung, 20 Minuten Exercise, Bewegung, 20 Minuten Reading, Lesen und 5 Minuten Scribing, Schreiben. Und man kann das natürlich verlängern, wie man möchte, was einfach auch an dem Tag wichtiger ist. Aber man soll eben
Also es beginnt im Grunde schon in der Nacht vorher. Man soll mit einem guten Gefühl ins Bett gehen. Man soll sich sagen, man hat jetzt 6 Stunden Schlaf und man wird danach ausgeschlafen sein. Man wird wach sein und man soll am nächsten Tag aufwachen wollen und sich nicht quälen, oh, ich muss jetzt aufstehen, oh, noch 5 Minuten. Sondern man soll im Grunde beim ersten Klingeln aus dem Bett springen, wortwörtlich. Soll im Grunde einfach glücklich sein, dass man auf ist, dass man den Tag genießen kann. Das klingt jetzt, glaube ich, schwer, aber es funktioniert. Das kann ich schon sagen. Dieses Aufstehen müssen ist wirklich eine Einstellungssache. Und dann soll man eben mit diesem Programm beginnen. Und er hat halt zum Beispiel auch das mit dem Sport, dass halt viele Leute halt morgens da so sagen, oh, ich bin ja kaum wach und schon soll ich Sport treiben. Und er hat gesagt, es muss gar kein großartiger Sport sein. Man kann joggen gehen, man kann einfach ein bisschen Aerobic machen. Er hat zum Beispiel ein Yoga für sich entdeckt, was ich auch absolut am Morgen sehr gut empfehlen kann und wo er einfach sagt, Hauptsache man tut was für sich und wenn man eben diese Übungen tut, dass man sich eben Dinge vorstellt, dass man Dinge visualisiert, dass man sich auch eben diese Affirmation immer wieder vorsagt, warum möchte man vielleicht so werden, wie man werden möchte, was könnte man davon haben und dann eben auch mit der Bewegung und man soll eigentlich in diesen 20 Minuten auch irgendwie ein sinnvolles Sachbuch lesen, dass man eben wieder etwas hat, was den Geist bearbeitet, dass man etwas daraus lernt, dass man etwas mitnimmt und all diese Dinge sollen eben dazu führen, dass man an sich gearbeitet hat, dass man etwas für sich getan hat und dass ja im Grunde man an seiner Persönlichkeit arbeitet und das Versprechen daraus ist eben, wenn man diese Stunde nutzt und etwas für sich tut, egal was, dass man dann eben ein besserer Mensch wird in allen Bereichen und dass es dann eben einen so geht, wie man es sich wünscht, wie man es sich vorstellt und wie man es dann auch verdient hat. Und das klingt jetzt wahrscheinlich für manche total abstrus und ich muss auch ehrlich gestehen, manche Dinge in diesem Buch waren auch mir ein bisschen too much. Da kommt einfach das Amerikanische durch, auch diese ständige Wiederholen und diese ständige, am besten du fängst gleich morgen an und ich denke so, hallo, immer langsam, mein Lieber, ne? Also, ja, spreche mit meinen Büchern. Also ich bin auch jemand, der den Morgen wirklich nutzt. Ich bin jemand, der liest am Morgen. Ich bin jemand, der Yoga macht am Morgen. Ich bin jemand, der lange und genüsslich frühstückt, der mit den Katzen spielt, der einfach mal da sitzt und auch blöd guckt, der eine Serie einfach guckt. Ich bin da schon relativ auf dem besten Weg dahin. Und ich musste ihnen vielen Dingen recht geben, dass vieles einfach Kopfsache ist. Also, dass wenn ich sage, oh, ich werde morgen früh nicht ausgeschlafen sein und jetzt liege ich wach und kann wieder nicht einschlafen und dann bin ich morgen müde, dann ist man auch einfach müde. Also, man ist das, was man denkt. Und ich daran glaube ich tatsächlich, dass das viel zu tun hat, dass wenn man positive Gedanken hat, sich positive Dinge vorsagt, dass es dann einem auch einfach positiv geht. Und ich werde das probieren. Jetzt kommt etwas, was er nicht mögen würde, wenn ich sage, ich beginne am 1. November damit. Denn nach Hal Elrod muss man immer gleich und morgen damit anfangen. Aber ehrlich, morgen früh stehe ich um 4 Uhr auf, weil um 5.30 Uhr mein Zug geht. Ich weiß nicht, wann ich da noch aufstehen soll, dann brauche ich mich auch gar nicht ins Bett legen. Dann bin ich in Frankfurt. Ich habe tolle Ausreden, ne? Also es ist natürlich so, man könnte das durchaus da auch tun. Aber ja, ich möchte 30 Tage einfach mal durchziehen. Er empfiehlt eben auch, dass die Veränderung bleibhaft ist, dass diese Veränderung in den Körper übergeht, dass man das eben 30 Tage machen sollte, 30 Tage machen muss. Muss ist so ein Wort, ne? Aber ihr wisst gleich, was ich meine. Und ich werde das im November ausprobieren. Und vielleicht hat ja von euch jemand auch irgendwie Lust. Es gibt auch eine Facebook-Gruppe, die habe ich schon entdeckt. Man kann sich auch irgendwie auf einer Internetseite registrieren und bekommt dann so Starthilfe. Und ich werde mir das nach der Frankfurter Buchmesse einfach nochmal in Ruhe anschauen. Und ich möchte das auf jeden Fall ausprobieren. Ich möchte wirklich diese Stunde nehmen und aus der das Beste machen. Und wirklich vielleicht positive abends ins Bett gehen. Und er hat dann auch so ein paar Theorien eben gehabt, mit dem, dass halt viele Leute sagen, ich brauche 9 Stunden Schlaf oder gar 10 oder wie auch immer. Das ist ja was, was ich auch nicht brauche. Mir reichen ja 6 Stunden locker aus. Und wo ich einfach sage, ich kann mir wieder gar nicht vorstellen, wenn jemand um 8 ins Bett geht, das, wo ich denke, oh, da fängt bei mir erst der Tag an, ne? Also, aber jeder Mensch ist halt anders und er sagt halt auch, man muss natürlich auch seinen Weg finden. Also der eine braucht halt tatsächlich einfach 8 Stunden, der andere 7 und man muss einfach rumprobieren, wann fühlt man sich am fittesten. Und ich bin da sehr, sehr gespannt, bin sehr neugierig, ob das was in mir, an mir, wie auch immer verändert und fand ich wirklich gut. Ich fand es gut geschrieben, ich fand gut, wie es rübergebracht war, auch mit den Praxisbeispielen. Es war halt mir persönlich manchmal einfach zu amerikanisch. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen gemein, aber so ticken wir Deutschen halt eher selten, ne? Also
da ist schon einfach ein kultureller, klitzekleiner Unterschied, würde ich sagen. Also ich fand das Buch toll. Ich danke auch wirklich dem Verlag, dass es mir zur Verfügung gestellt hat. Und es hat mir wirklich Spaß gemacht, das zu lesen. Und es hat mich motiviert, es hat mir Antrieb gegeben, Inspiration. Und ich habe eben auch ein paar Dinge markiert. Und ja, wer sich dafür interessiert und vielleicht auch sagt, hey, vielleicht ist das ja was, vielleicht finden wir da einfach so ein bisschen einen Austausch, wer das auch spannend findet. Und ja. November ist ja auch nicht mehr so lang hin. So, und dann zum letzten Buch der Woche, das ich vorhin noch beendet habe. Das ist Die Vatikanische Prinzessin von Christopher W. Gardner. Das Buch ist erschienen am 15. August diesen Jahres im Goldmann Verlag, wurde mir auch von diesem zur Verfügung gestellt. Hat 600 und ein paar Seiten, kostet als Taschenbuch 9,99 und als E-Book 8,99 so rum. Und wir sind hier im 15. Jahrhundert und wir sind in Italien, wir sind in Rom, wir sind im Vatikan und wir sind im Leben der Borgias. Und etwas genauer begleiten wir Lucrezia Borgia, eine Frau, um die sich ja viele Mythen und Gerüchte ranken. Und ich fand das, ich hatte immer so eine Borgia-Biografie, also so eine, über diese ganze Familie, die ja sehr herrschaftlich war und auch sehr herrschend und sehr korruptionsträchtig war. Und da im Grunde auch ja der Vater von Lucrezia dann auch zum Papst gewählt wurde. Und ja, wir lernen eben Lucrezia kennen mit knapp, ich glaube, 13 Jahren. Ja, ich glaube so 13, 14 Jahren, als ihr Vater eben auch gerade zum Papst gewählt wurde. Das war eben damals noch nicht so, wie es heute ist. Und er hat eben verschiedene Geliebte, beziehungsweise war er ja eigentlich immer der Geliebte von den Frauen, die in der Regel verheiratet waren, oder hat eben Affären gehabt und die meisten Kinder von ihm aber dann auch anerkannt. Und so hat er eben, ja, Lucrezia, das ist seine Lieblingstochter vermeintlich. Er hat zwei Söhne, die auch in der Geschichte noch eine Rolle spielen werden, beziehungsweise drei, aber zwei, weil sie einfach älter sind, schon ein bisschen mehr. Und ja, wir erleben einfach Lucrezia, wie sie sich so fühlt in diesen jungen Jahren, so als Mädchen, sie ist bereits verlobt und was da diesem jungen Mädchen in dieser Zeit so durch den Kopf geht, wie sehr sie ihren Vater liebt, wie sehr sie auch ihre Familie liebt, ihre großen Brüder liebt, wie sie so diese Zusammenhänge der Politik und so anfangs einfach noch nicht versteht, weil wie soll das ein 13-jähriges Mädchen verstehen? Und ja, sie dann im Grunde erlebt, wie ihr Vater zum Papst wird, da im Grunde ja dann auch selbst ja, ja, im Grunde eine Prinzessin wird, eine Hoheit wird, die dann allerdings so ein bisschen verschachert wird politisch an einen, ich glaube, 26 Jahre alten Mann mit der Klausel im Ehevertrag, dass ja, die Ehe erst vollzogen wird, wenn Lucrezia im Grunde zur Frau geworden ist und sie das lange, lange, lange verheimlicht und so lange verheimlicht, dass im Grunde die Ehe irgendwann annulliert wird, weil sie eben sagt, ihr Mann ja, kann sie nicht so recht glücklich machen und sie ist unberührt und ihre Jungfräulichkeit ist zu dieser Zeit eben das höchste Gut, was sie an sich hat. Und allein dieser Weg zu dieser ersten Ehe, innerhalb dieser ersten Ehe, diese politischen Machtkämpfe zwischen ihren zwei älteren Brüdern, die sie da dann auch noch mit reinziehen und so mancher sexuellen Abstrusität, sagt man, ist das ein Wort? Ja, ihr wisst gleich, was ich meine, ist schon manchmal sehr grausam. Also ich, wenn mich an mich als 13, 14, 15-Jährige erinnere, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich so tough reagiert hätte, wie es Lucrezia zum Teil gemacht hat. Ich fand ihren Charakter unglaublich spannend, unglaublich interessant. Wir begleiten sie, glaube ich, so 10 Jahre, wenn überhaupt. Ich glaube gar nicht so lange und erleben also sozusagen auch nicht ihr Ende oder wie es bis zum Schluss geht, sondern wirklich nur diesen kurzen Zeitraum von 5, 6, 7 Jahren in ihrem Leben und sind da so ein bisschen dabei, eben was dieses Politische der Borgias überhaupt zu tun hat, was es dann der König von Frankreich und Italien und Mailand und keine Ahnung, was es da alles gab geschichtlich und eben wie sie irgendwann merkt, dass sie selbst eine Schachfigur ist und ich mochte Lucrezia unglaublich gern. Ich habe das Mädel ja direkt in mein Herz geschlossen. Sie tat mir an vielen Stellen unglaublich leid. Es war teilweise so hart und es hat sich so echt angefühlt und ich hatte teilweise, ich dachte immer nur, Mensch Mädel, wenn ich könnte, würde ich dich aus dieser Geschichte ziehen. Es war unglaublich schmerzhaft und man weiß eben, wie es war zur damaligen Zeit. Man bildet sich es ein, es zu wissen. Ich meine, man war ja leider nicht dabei. Oder vielleicht zum Glück, ich glaube auch nicht, dass ich in der Zeit gelebt haben wollte, aber ihr wisst, was ich meine. Ich fand es toll. Man war so mit dabei, man konnte sich das bildhaft vorstellen. Es war toll, was der Autor an einer Welt geschaffen hat, wie uns den Vatikan gezeigt hat, dieses Papsttum, was es damals eben mit diesen Borgias und all den anderen Adligen irgendwie auf sich hatte, was ja zum Teil halt einfach historisch belegt ist und manches eben Fiktion. Der Autor klärt am Ende auch so ein bisschen auf, wo er welches Gerücht aufgeschnappt hat und wie er dann eben auf seinen Geschichtsstrang gekommen ist, was belegt ist, was nicht.
Fand ich unglaublich spannend, weil die Geschichte auch aus der Ich-Form geschrieben ist. Also wir erfahren alles aus der Sicht von Lucretia und auch wir erfahren eben auch nur das, was sie erfährt und nicht viel mehr drumherum. Und das fand ich einfach schon mal großartig rübergebracht. Und es war unglaublich flüssig, es war eine ganz wunderbare Sprache, die einen eben auch in diese Zeit mitgenommen hat, wo man einfach selbst so eine kleine Zeitreise gemacht hat und man fühlt sich da einfach zurückversetzt und man fühlt sich, als wäre man da einfach irgendwie dabei. Es war sehr bildhaft erzählt, man konnte sich eben all das wirklich unglaublich gut vorstellen und ich war einfach mittendrin. Und diese Mischung aus Fiktion und echter historisch belegten Dingen fand ich persönlich einfach auch ganz, ganz toll, weil man natürlich nicht so recht weiß, manches Gerücht, was könnte daran stimmen, in welche Richtung ging es, wie kam es auf, wer hätte was davon gehabt und man eben einfach gespürt hat, dass die Frauen und gerade die Jungfrauen, die Töchter halt auch wirklich so die Schachfiguren waren, möglichst gut irgendwie verschachert wurden, um eben politisch irgendwas davon zu haben. Und das eben auch das Schicksal von Lucretia war, was ich unglaublich schade fand und mir dieses Mädel wirklich leid tat. Und ich immer dachte, ach, zum Glück bist du da nicht in dieser Zeit. Und es wirklich so Schlüsselmomente gibt, die ich unglaublich heftig fand, die ich grausam fand, schlimm fand, wo ich echt dachte, oh nein, oh, passiert das jetzt gerade irgendwie wirklich? Und ich, ja, also es war ganz, ganz toll geschrieben, es hat mich gepackt, es hat mich gefesselt. Und die irgendwie über 500 Seiten habe ich persönlich nicht gemerkt. Ich habe das jetzt, glaube ich, so in 3 Tagen, 2,5 Tagen. Also ich musste es auch heute unbedingt zu Ende lesen, weil ich einfach wissen wollte, wie es ausgeht, wie weit wir Lucretia noch begleiten. Und habe dann eben auch direkt gegoogelt, wie ging denn die Geschichte tatsächlich weiter. Also weil wir halt wirklich, da ist sie, glaube ich, 2021 dann aufhören. Und ich natürlich wissen wollte, und was jetzt? Und da natürlich auch nochmal erschüttert war, dass sie selbst ja, glaube ich, auch gar nicht sehr alt geworden ist. Ich glaube tatsächlich nur ein paar 30, 38, was vielleicht für die damalige Zeit auch viel war, aber was ihr noch so alles passiert. Also ja, ich, eine unglaubliche Frau und ich liebe Eugle jetzt so ein bisschen mit der Serie, die aber ja nicht so gut sein soll. Und Lucretia soll ja hier auch sehr anders dargestellt werden. Vielleicht gucke ich einfach mal rein, wenn es die Serie auf Netflix gibt, weil ich habe die irgendwie im Fernsehen. Ich glaube, ich habe mal eine Folge geguckt und mir war es einfach zu derb. Ich könnte mir vorstellen, dass ich das heute auch noch denke. Aber manchmal, ne, Game of Thrones hat einen ja eigentlich schon immer an die Grenzen gebracht. Von daher, vielleicht ist das jetzt auch gar nicht mehr so schlimm. Und man lacht da vielleicht drüber, wer weiß. Also ein tolles historisches Buch. Wer sowas gerne liest und vielleicht tatsächlich noch nichts über die Borgias gelesen hat, der sollte auf jeden Fall mal dazu greifen und sich mit Lucretia ein bisschen anfreunden. Ja, und das waren sie jetzt auch schon, die Bücher dieser Woche. Gerade morgens habe ich diese Woche ein bisschen in dem neuen Mind Magazine gelesen, Project Calm, Mindfulness Through Making. Und ja, es ist ein neues Magazin, ist jetzt ganz neu herausgekommen. Ich habe es mir vor 1 oder 2 Wochen vorgestellt und ich habe es diese Woche wirklich sehr rege darin geblättert und wollte einfach mal kurz sagen, dass das Heft durchaus lesenswert ist. Ich persönlich es aber zu, ja, auch wieder amerikanisch und englisch fand. Ich finde es halt schade, wenn man ein deutsches Heft hat und ständig auf irgendwelche englischen Seiten gebracht wird, englische Bücher empfohlen werden, irgendwie, wo ich so sage, was, ja. Oder dann eben Apps darin sind, die es dann halt auch nicht in Deutschland gibt und wo ich so denke, Mensch, so ein bisschen irgendwie überarbeiten müsste man das Ganze dann schon. Ich fand sehr viele Themen sehr spannend. Ich fand schön, dass hier Dinge enthalten sind, die man selbst machen kann. Oh, jetzt, glaube ich, der Spiegel hier blendet. Ich hoffe, es ist besser. Ich fand manches wirklich sehr schön. Es ist ein Scherenschnitt mit drin. Ich habe mir hier auch wieder ein bisschen was markiert, was ich interessant finde, gerade das Reisen. Und ich mochte, also zum Beispiel, es hat ja auch was zum Basteln für die Wand. Ich weiß nicht, das werdet ihr jetzt wahrscheinlich mit dem Licht nicht mehr so deutlich sehen. Also mich blendet das auch ungemein. Ich hoffe aber, es funktioniert. Das fand ich auf jeden Fall gut. Ich persönlich bin nach wie vor einfach von The Flow, glaube ich, am begeistertsten und auch von der Happy Way, die mir wirklich am besten gefallen, die eben auch nicht zu esoterisch oder so in die Gedanken gehen, sondern das so ein bisschen lockerer und so machen. Aber sie waren nicht schlecht. Jeder kann da gerne mal einfach reingucken. Hier merkt man halt schon, dass auch ein bisschen das Augenmerk auf Do-It-Yourself gelegt ist. Einfach mal basteln, malen, irgendwas tun mit dem Kopf, mit den Händen und sich das im Grunde einfach gut gehen lassen. Und das fand ich hier drin wiederum eigentlich ganz, ganz schön. Ja, dann habe ich diese Woche eine Serie gesuchtet. Es ist nur eine Kurzserie mit 8 Folgen, um die 40 Minuten. Und ja, es sind die Kennedys.
auf die mich, glaube ich, Toto gebracht hat. Genau, glaube ich. Wir haben irgendwie darüber gesprochen, ich weiß gar nicht mehr, wie wir darauf kamen. Auf jeden Fall hat er mir dann die Serie Die Kennedys empfohlen. Und ich bin ja ein großer Fan von der Geschichte um die Kennedys. Gerade JFK war immer ein Charakter in der Geschichte, der mich unglaublich angesprochen hat, dessen, also nicht nur, was vielleicht tatsächlich schon belegt ist, sondern halt auch so manche Verschwörungstheorie, so manches Gerücht, so. Ja, ne, das ist natürlich immer spannend bei Menschen, die man auch nicht mehr fragen kann. Auch die Geschichte so rundherum um diese Familie der Kennedy, auch was Jackie Kennedy und Onassis betrifft oder auch seinem Bruder Bobby und auch ja die Schwester Rose Mary, die ja es auch nicht so leicht in ihrem Leben hatte mit ihrer Krankheit. Und halt überhaupt so diesen ganzen Machtclan und die Serie fand ich tatsächlich sehr, sehr gut gemacht. Ich mochte wirklich, wie man die Themen angegangen ist, wie man nicht nur das Private gezeigt hat, sondern auch das Politische, denn JFK hat ja tatsächlich sehr viel Gutes auch getan für den amerikanischen Präsidenten. Ich würde das gerne eingrenzen. Wenn man allein an die Kuba-Krise denkt, an die Schweinebucht-Krise, wie das mit Fidel Castro in Kuba gelaufen ist oder dann eben auch mit Russland, das waren natürlich schon so Dinge, dass man so kurz vor dem Dritten Weltkrieg stand und das ja gerade in den 60er Jahren, das war schon heavy und das ist sehr gut, finde ich, rübergebracht worden. Das ist auch, also ich fand halt auch irgendwie anständig gezeigt worden, nicht zu amerikanisch, aber eben auch einfach so, dass man schon sagt, er hatte da einfach seinen Anteil dran und man kann da als Amerikaner auch stolz auf diesen Präsidenten sein. Und wir wissen ja hoffentlich nicht alle hier, wie das mit JFK ausging und trotzdem war ich, als dann passierte, total fix und fertig. Also ich war den Tränen nahe, das mitten am Morgen und die Geschichte endet, also die Serie endet dann eigentlich mit dem Tod von Bobby, seinem Bruder, der ja dann auch kandidiert hat als Präsident und Senator gleich von New York war und der halt eigentlich ein ganz anderer Mensch charakterlich war als JFK. Also ich muss auch sagen, ich fand die Charaktere sehr gut gezeigt. Ich konnte mit dem Schauspieler von John F. Kennedy nicht so viel anfangen. Da hat mir so ein bisschen das etwas gefehlt. Weil JFK, wenn man den eben ja, im Fernsehen irgendwie sieht, in Dokumentationen oder sonstigem, da spürt man irgendwie, der Mann hatte einfach was. Und das hat mir beim Schauspieler ein bisschen gefehlt. Ja, ich kann es aber nicht sagen, ob ich einen besseren Schauspieler gefunden hätte. Ich mochte unglaublich sehr, wie Katie Holmes Jackie Kennedy ja noch in dem Fall gezeigt hat. Ich fand, das hat sie sehr gut gemacht, auch wenn mir da wiederum nicht ganz gefallen hat, wie Jackie Kennedy dargestellt wurde. So ein bisschen als die Naive und anfangs zumindest und so, so dieses romantische Mädel, das da auf die große Liebe wartet. So war, glaube ich persönlich, Jackie Kennedy einfach nicht. Und wenn man so ein, zwei Biografien von ihr gelesen hat und da ein bisschen was weiß, dann weiß man, dass sie sehr durchaus wusste, wer die Kennedys sind und welchen Weg sie gehen wird und dass sie, glaube ich, tatsächlich auch die jüngste First Lady dann gewesen ist. Und also ich glaube, sie hat durchaus schon gewusst, wie der Hase läuft und das fand ich ein bisschen schade, weil das ein bisschen spät eigentlich kam und ja, wiederum ein bisschen jammerig war dann wieder Bobby Kennedy, wobei ich den Schauspieler eigentlich ganz gut fand und mir so auch Bobby ein bisschen vorstellen konnte und da halt so auch die Unterschiede der beiden Brüder ein bisschen gezeigt wurde und halt sehr toll macht intrigieren sozusagen der Vater der Kennedys, so das Oberhaupt und das war eine tolle Serie. Ich habe die 8 Folgen diese Woche wirklich sehr genossen. Hat sehr viel Spaß gemacht, das immer so ein bisschen anzugucken. Und war einfach mal wieder so ein Eintauchen auch in die Geschichte. Und eine Geschichte, die ich einfach sehr spannend fand. Und ich mich gerne mit den Themen rund um JFK und halt da einfach so beschäftigt habe. Ja, fand ich auf jeden Fall gut. Und zum Thema gut. Ab Montag geht es los mit George Orwells 1984. In unserer Leseclub auf Facebook starten wir. Ich habe auch noch gar keine Eintragung vorgenommen. Das muss ich Montag unbedingt noch nachholen. Das werde ich jetzt heute nicht mehr schaffen. Ist aber nicht weiter schlimm. Ich werde erst morgen Montagabend dann das Lesen anfangen nach der Spätschicht. Ich freue mich auf 1984. Es wird ein Reread. Ich habe es vor 10, 12 Jahren, glaube ich, war es locker, auf Englisch gelesen. Habe auch den Film damals gesehen und freue mich jetzt, dass wir es zusammen im Leseclub lesen, ein bisschen auseinandernehmen und freue mich darauf und wollte einfach allen, die vielleicht mitlesen wollen, jetzt hier einfach nochmal die Erinnerung geben, dass es jetzt am Montag, den 24. ja, soweit ist und wir das dann lesen werden. Es wird dann wieder Leseabschnitte im Leseclub geben und da können wir dann drunter wunderbar gemeinsam diskutieren. Ja, freue ich mich sehr.
So, und der letzte Punkt auf meiner Liste ist jetzt die Buchmesse. Zu der Zeit, wo ihr vielleicht das Video seht, bin ich wie gesagt nicht da, denn ich spreche am Freitag morgens um 5:30 geht der Zug, breche ich auf und werde mich dann auf der Buchmesse einfinden. Ich habe 2, 3 Termine, zu denen ich gehen werde. Unter anderem eine wunderbare Lesung von Sebastian Fitzek. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt. Der Freitagabend gehört dann meiner Freundin und auch der ganze Samstag. Den werde ich nicht auf der Messe verbringen. Da werde ich ein bisschen Sightseeing machen. Ich habe jetzt schon so ein bisschen erfahren, was meine Freundin geplant hat. Wir haben gestern miteinander telefoniert, wie und wo sie mich einfängt, damit ich nicht irgendwie verschutt gehe in Frankfurt. Und ja, was sie so ein bisschen geplant hat, klingt alles super toll und dann, ja, wird es auf jeden Fall ein schöner Samstag. Und Sonntag bin ich dann auch nochmal auf der Messe, da habe ich aktuell eigentlich nur einen Termin und das ist um 13:30 an den Rolltreppen von Halle 3, wie jedes Jahr, das Booktuber, Blogger, Leser, Buchliebhaber treffen und da freue ich mich sehr, denn da werden einige liebe Menschen sein, auf die ich mich sehr, sehr freue und besonders freue und ich einfach gespannt bin, die einfach mal live zu sehen und Hallo zu sagen und ja, das ist halt, man ist halt nicht nur selbst Booktuber, sondern eben auch Zuschauer und freut sich dann natürlich, wenn man die Leute hinter der Kamera auch einfach mal sieht. Und jeder, der Lust hat und am Sonntag auf der Messe ist, der kann da um 13:30 einfach mal vorbeikommen. Ich habe vor zu fotografieren und zu filmen, werde aber wohl tatsächlich nur mein Handy mitnehmen, nicht diese Riesenkamera und also ich möchte ja auch ein paar Erinnerungsfotos einfach mit diesen lieben Menschen und ja, da bin ich jetzt einfach mal, ich hoffe, dass das mit dem Handy so einigermaßen klappt und ja, zum Lesen habe ich mir ein Audible-Hörbuch heruntergeladen. Das ist das neue Buch von Cecilia Hörnflot. Das werde ich hören und ich habe mir heute die neue Flow mitgenommen. Die werde ich auch einpacken und wenn ich mal nicht hören will, kann ich ein bisschen Flow lesen oder auch auf dem Heimweg. Und ja, habe auch meinen iPod bestickt mit neuer Musik. Das neue Album von Max Giesinger ist auf jeden Fall drauf, das ich jetzt schon abgöttisch liebe und dass ich mir da wirklich so irgendwie Stunden gefühlt einfach reinziehen möchte, weil ich den seine Musik und seine Stimme einfach ganz, ganz toll finde. Und ja, ich da einfach mal das Album so mit ja, wunderbaren Landschaftsbildern hoffentlich ja, im Grunde dann genießen kann. Ja, und das war jetzt schon meine Woche. Ich habe ein paar Videos, also 2 Videos für nächste Woche schon vorgedreht. Es wird auf jeden Fall Montag und Mittwoch ein Video geben. Und ich hoffe, dass ich dann innerhalb der Woche dazu komme, ein bisschen was zur Frankfurter Buchmesse zu filmen und dann auch zu schneiden und sonstiges, um euch das dann am Freitag zu zeigen. Und ich habe dann auch Donnerstag, Freitag Urlaub. Und ich denke, da wird sich auf jeden Fall ein bisschen was finden. Und da könnt ihr euch freuen. Ich hoffe, dass das also klappt, wie ich mir das vornehme. Und vielleicht auch ein paar Eindrücke von Frankfurt euch dann mitgeben werde, weil ich ja wirklich so einen ganzen Tag mal ein bisschen Zeit ziehe und Shopping und Freundinnen-Tag mache und mich da einfach drauf freue und ja, jetzt ist das Video bestimmt länger geworden als ich wollte und ich hoffe, dass das auch alles noch so klappt mit Rendern und Hochladen, dass ihr es am Samstag sehen könnt und ja, wünsche euch nun auf jeden Fall einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein tolles Wochenende und ich hoffe, wir sehen uns vielleicht den einen oder anderen auf der Messe und für alle, die nicht auf der Messe sind, den Kopf nicht hängen lassen, beim nächsten Mal seid ihr dabei, würde ich mich freuen und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Video, macht's gut, tschüss, eure Steffi.